Hallo, meine lieben Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen zurück hier zu Kratzklassenfahrt Folge 7. Wir schlafen aus Hass miteinander. Und ich bedanke mich vielmals mittlerweile für 242 Abonnenten. Für, ich glaube, jetzt schon so 767, 66 Aufrufen und 30 Likes zu meiner Reaction zum Musikvideo. Ich hätte damit nie im Leben gerechnet. Nie im Leben hätte ich mit dieser Resonanz gerechnet. Heute geht es ja aber mit der Serie weiter. Das zweite Musikvideo dauert ja noch, bis das kommt. Das ist ja dann von Mika Sophie auch gesungen. Aber selbstverständlich werden wir auch darauf reagieren. Hier. Erstmal wieder in diesem Format geht es nicht um die Verherrlichung von Drogen. Alle Rauschmittel werden durch ungefährliche Requisiten dargestellt. Deswegen, also jegliche Art von Drogen, also sei es nun richtige Drogen oder sonst auch Alkohol, alles nur dargestellt. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt hier auf diese Folge. Let's go! M96D. Everymove. Was hat der Typ gemacht? Das ist so ein Spast. Mann, du hattest recht. Stanley ist einfach ein Fuckboy. Und er hat das voll ausgenutzt. Die arme Nele. Er hat mich entgeprankt. Ich verstehe es einfach nicht, warum du mich hast abblitzen lassen. Deswegen bin ich einfach die ganze Zeit so. Ich wollte nicht, weil du so ein Fuckboy bist. Ganz Dabei ist einfach. Er ja keiner. Nein. Ich bin gar kein Fuckboy. Eigentlich hatte ich mit noch gar keinem Mädchen was. Fly! Du hast deinen Laptop in Sperr stehen gelassen. Weißt du, was ich gefunden habe? Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. So, krass Klassenfahrt. Los geht's. Warum muss ich so tun, als wäre ich jemand anders? Ich zeig dir, wer ich bin, weil keiner es erkannt. Schönes Lied. Süßes Lied? Ja, aber es entschuldigt trotzdem nicht, dass er ein Arschloch ist. Arschloch darfst du nicht sagen. Doch, Jojo. Man darf Arschloch sagen, aber man sollte keins sein. Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch, Jojo. Nee. Aber ein verdammt süßes Arschloch. Ja, also, nein. Na, Heidi? Mal gucken. Mal gucken, was da noch so geht. Wir sind ja. Man muss ja noch mal kurz sagen. So gesehen schauen wir jetzt die zweite Hälfte. Die ersten sechs Folgen haben wir jetzt schon gesehen. Diese Woche und dann noch die komplette nächste Woche. Dann ist die Staffel auch schon vorbei. Also, wir haben jetzt noch sechs Folgen und da, glaube ich, wird noch einiges passieren. Jo, es geht. Es geht ab. Ja. Alles gut? Ja, mit dir? Ja, es geht noch. Eigentlich kann ich mich jetzt gleich umbringen. Warum? Man, wegen dem Song. Ich meine, keiner sollte die Seite an mir kennenlernen. Also ich bin ganz ehrlich zu dir, ich feiere den Song eigentlich. Es geht ins Ohr. Ja. Ich weiß nicht. Es gibt noch Schlimmeres. Ja? Mach dir deswegen keinen Kopf, auf jeden Fall. Ja. Hier, willst du noch? Ich habe eigentlich ein viel größeres Problem. Meine Freundin, ne, die Julia. Die hat einfach einen anderen Typen geküsst. Was? Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh mein Gott. Das ist echt eine schwere Situation. Ja. Warte. Also, dann kann man ja eigentlich sagen, wir sind beide in voll der mies verkackten Situation. Ich hatte noch nie so Schiss, jemanden zu begegnen wie jetzt Heidi. Nachdem sie den Song gehört hat? Ja. Uff. Es wird schon. Abwarten. Eine Sache ist ganz klar.
kein Mädchen steht auf einen Jungen, der weich ist. Ich meine, ein Fuckboy-Image ist halt unsympathisch, aber das ist dann halt einfach so. Alter, ich hab die ganze Zeit vor meinem inneren Auge, wie Julia diesen McLarry küsst. Was ein Larry. So ein Spast, ey. Das Wortspiel fand ich gut, muss ich zugeben. Das ist so mein Humor. Aber wie er ja gerade gesagt hat, die haben sich eigentlich nicht geküsst. Er hat sich's dann nur vorgestellt. Letztendlich hat Julia einen anderen Jungen geküsst. Also so gesehen ist sie ihrem Freund Julian nicht fremdgegangen. Also bislang. Muss man auch nochmal dazu sagen, bislang. Oh. Wow, wie laut man die Zahnbürste hört. Sorry, ich kann später nochmal kommen. Ja, bist du dir sicher? Ja. Okay. Na, schnell. Okay, alles gut. Oh. Wir wissen, was sie jetzt erzählt. Ich empfinde irgendwie mehr für dich als für einen Bruder. Kann sein, dass es falsch ist und dass das irgendwie auch nie irgendwer verstehen wird, aber Mann, ich liebe meinen Stiefbruder und ich muss das ihm irgendwie sagen. Daraufhin erstmal eine Socke. Jojo. Oh, er will seinen Drachen reparieren. Den Fly in der ersten Folge kaputt gemacht hat. Jojo. Hey. Alter, scheiße, sind das viele Drachen. Mein Gott. Krass. Ist alles dein, oder was? Vorsichtig, da ist ja noch ein. Ey, ich sag dir was, im Knast, ne, da war das wie, auch wie so eine eigene Währung, die Drachen. Wir haben alle Drachen steigen lassen, wir die höchsten Drachen hatte, der hatte quasi, es war so wie so ein Schwanzvergleich im Knast quasi mit den Drachen. Ja, die Drachen sind mega cool. Also ich hab die auch schon alle vorbereitet, das muss man so dazwischen machen. Ey, weißt du was? Ich helf dir. Ich kann dir helfen, lass mal gleich in den Garten gehen, ist ein bisschen verheddert hier, ne? Wirklich? Ich helf dir. Ja, das, genau. Ja. Der ist schon soweit fertig. Mhm. Da muss man noch das Band dran und das... Du hilfst ihm, darf ich auch helfen? Klar. Mein Gott. Cool. Ja. Sind die... Wollen wir nachher steigen lassen gehen? Ja. Unbedingt. Ja. Das wäre richtig schön. Sind die von deinen Eltern oder wo hast du die her? Ja, ich bin früher ganz oft mit Papa Drachen steigen gegangen. Okay, cool, cool. Was machen deine Eltern so beruflich? Die sind Geheimagenten. Okay. Das ist aber ein Geheimnis, also das darf niemand wissen. Genau, das muss unter uns bleiben. Ja. Ja, keine Sorgen. Einfach kleiner Fingerschwur auf den Ich bin immer noch sehr gespannt, was das damit aussieht. Ja. Ihr schwört? Es bleibt bei uns. Okay. Ein Team. Okay. Wir sind ein Team. Ja, okay. Ja, gerne. Lass rausgehen. Cool. Das ist doch eine schöne Szene. Das ist doch eine schöne Szene. Was hat denn die liebe Julia vor? Hey. Oh, sorry. Ich hatte kurz Internetprobleme. Ja? Nee, bleib. Nein, geh weg. Ach, Schatz. Du weißt ganz genau, ich fühle mich gerade nicht wohl damit. Ich will das jetzt erst geklärt haben. Okay? Was denn? Ich will das Ganze nicht mehr. Du mit diesem ständigen Ja, dem Jungen und dem Jungen, das tut unserer Beziehung einfach nicht gut. Das treibt uns auseinander. Das brauchen wir gar nicht. Pass auf, wir sind schon seit 7 Jahren zusammen. Und unsere Beziehung braucht mal ein bisschen Auflockerung und irgendwie... Ich will das aber nicht. Ich will eine normale Beziehung führen. Wie jeder andere auch. Ich kenne dich gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Früher war alles viel besser. Ja, aber früher waren wir auch noch kurz zusammen und hatten noch nicht diese Gewöhnung und diesen Alltagstrott in unserer Beziehung. Aber wenn es dir so nicht passt, dann passt es vielleicht einfach nicht mehr. Dann ich will das halt einfach alles nicht. Okay, aber du hattest es vorgeschlagen und deswegen habe ich das gemacht. Aber ich habe es vorgeschlagen, aber das war gar nicht so gemeint. Du hast mich da viel zu sehr reingebracht. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte dir mal einen Gefallen tun, aber das geht nicht.
Ich habe wirklich keinen Plan, was da gerade passiert ist. Wir hatten den heftigsten Streit unserer ganzen Beziehung. Ich war kurz davor, Schluss zu machen. Und dann einfach das. Es war so unfassbar. Das war gerade so magisch. So eine Energie habe ich noch nie gespürt. Also nicht falsch verstehen, aber sowas hatte ich einfach noch nie. Oh. Deswegen auch der Titel: Sie schlafen aus Hass miteinander. Oh, wir wissen. Uplist. Wait, warte. Hotlisten, Madison, Frau Kanzler-Scheidi, Nele, Julia, Beglary, Carina. Ganz kurz, die Liste ist doch von Stanley. Warum steht Beglary auf Platz 6? Warum ist da überhaupt Beglary auf der Liste? Zumal, wenn man jetzt mal logisch überlegt, woher wusste Stanley von Beglary? Ah, jetzt mal so ein bisschen hinterfragen, denn er hat doch die Liste geschrieben, so gesehen doch auf der Fahrt dahin. So, und eben direkt als sie da waren. Und Beglary kam doch erst im Laufe der ersten Folge am Ende. Das heißt, woher wusste er, dass es Beglary gibt, wenn er die Liste doch eigentlich weggeschmissen hat? Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Was machst du da? Weißt du, warum ich dich so gern hab? Alle anderen Mädchen labern mich immer voll. Ich mag dich echt gerne. Wenn du möchtest, dann lass uns mal auf ein Date gehen oder so. Ja? Du musst schon Ja sagen. Wir wissen alle, dass du reden kannst. Versuch dich für mich zu überzeugen. Du kannst doch reden. Oh. Versuch's, komm. Einfach mal Ja sagen. Ich möchte dich einmal reden hören. Einmal. Die Schüchtern. Ich kann es so irgendwie verstehen. Schüchterne und unauffällige Mädchen, das ist halt gar nicht mein Typ eigentlich. Das ist mega abturnend. Ich find's sau unattraktiv. Hey. Aber ich meine, klar, Madison ist mega schüchtern und zurückhaltend, doch auf der anderen Seite so auffällig. Irgendwas strahlt sie aus, was mich total beeindruckt. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ja, verdammt. Ich will auf ein Date mit dir. Ich mag dich doch. Warum habe ich es dir nicht gesagt? Sie hat das erste Mal gesprochen. Oh, und ich wollte ganz sagen, das macht diesen Charakter aus und sie will doch selbst reden, aber sie traut sich nicht. Och, wie schön. Ich finde das schön, muss ich zugeben. Die Geschichte gefällt mir einfach. Da geht doch das Herz auf. Ich wurde aus dem Internet wiedergeworfen. Keine Ahnung, was das ist heute. Zentrale an Pilot Jojo, alles startklar? Alles Roger. Okay, Sie müssen jetzt auf die Startbahn, Pilot Jojo. Okay, Pilot Jojo, Düsen auf 100%. Sind auf 100%. Okay, T-minus 3, 2, 1, go! Wie hoch er fliegt, der Clary! Weiter, Jojo! Oh. Funkt ist da jetzt etwa ein bisschen zwischen zwei. Lauf! Los! Er landet! Oh, schön! Das war der absolute Wahnsinn! Fliegen ist wirklich das Schönste auf der Welt! Man kann einfach so hoch alle Lebewesen, die fliegen können, die haben das schönste Leben, etc. Ich glaube, irgendwie jeder hat eine zweite Chance verdient. Und mittlerweile kann ich auch gar nicht mehr glauben, dass Beglary wirklich im Knast war. Also er ist ja wirklich so ein netter und aufrichtiger Typ. Mann,
Junge, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hat sich jemand, glaube ich, in jemanden verguckt? Nennen wir es erstmal verguckt. Oh. Du, ich wollte dir noch sagen, ich nehme deine Entschuldigung an. Es freut mich. Und mit einem Date wäre ich auch einverstanden. Ich muss dir eigentlich noch was viel Wichtigeres sagen. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe gelogen. Sie ist keine Schlampe. Fly, dieser scheiß Fuckboy mit Madison. Erst schreibt er für Heidi einen Love-Song und jetzt macht er sich an Madison ran. Okay, wir werden sehen in 2 Tagen, was daran wirklich dran ist, ob sich Fly jetzt wirklich an Madison auf einmal ranmacht, obwohl er ja den Song, wie gesagt, ja für Heidi gemacht hat. Das war eine echt coole Folge, kann man eigentlich zu jeder Folge sagen, aber die Folge hat mir sehr, sehr gefallen. Sehr, sehr schöne intime Momente, sehr, sehr schöne Gefühlsmomente, muss ich zugeben. Insgesamt war es doch eine sehr, sehr schöne Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auch in Bezug auf Carina und Joel. Mal gucken, wie er das jetzt aufgenommen hat, dass sie ihm ja gesagt hat, dass sie mehr empfindet als nur, so gesehen, Geschwisterliebe. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr die Folgen von Mittwoch und Freitag jetzt schon sehen wollt, könnt ihr es gern machen auf Pantherflix. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr auch gerne warten und dann seht ihr auch meine Reaction auf jeden Fall Mittwoch und Freitag, ebenfalls wie heute 20 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.